So, und zwei spezielle Punkte noch. Ihr müsst natürlich nicht in dem Standesamt heiraten, wo ihr gemeldet seid, aber dieses Standesamt, wo ihr gemeldet seid, das ist zuständig für euch. Das heißt, wenn ihr wo ganz anders heiraten möchtet, in einem anderen Standesamt, dann ruft dort an und fragt, ob euer Termin möglich ist, sprich diese 8.8. vielleicht. Wenn ihr glücklich seid, dann könnt ihr diesen Termin reservieren. Und dann müsst ihr diese 6 Monate vorher in eurem Standesamt, dort wo ihr gemeldet seid, dort alle Formalitäten erledigen. Wenn die sagen, alles ist in Ordnung, dann werden die Papiere von dem Wohnort, wo ihr gemeldet seid, also von dem Standesamt, wo ihr gemeldet seid, in das Standesamt geschickt, wo ihr dann heiraten möchtet. Oder ihr bekommt einen Umschlag, der zugeklebt ist, nehmt den mit und macht einen Termin in dem Standesamt, wo ihr dann heiraten möchtet und nehmt die ganzen Unterlagen mit persönlich. Genau. Aber erstmal die Prüfung und die ersten Gebühren sind in dem Standesamt fällig, wo ihr wohnt. Und ein weiterer Punkt, das war jetzt alles nur für die Paare, wo jetzt beide Partner deutsche Staatsangehörige sind und auch in Deutschland geboren sind. Wenn einer von beiden im Ausland geboren ist oder im Ausland also wohnt, Entschuldigung, dann informiert euch so früh wie möglich, welche Papiere ihr benötigt, weil jedes Land hat andere Anforderungen und es ist manchmal sehr schwer, die ganzen Dokumente aus dem Ausland überhaupt zu bekommen. Dann müsst ihr noch kalkulieren, dass es Zeit bedarf, diese ganzen Unterlagen auch übersetzen zu lassen. Das muss meistens oder das muss in der Regel von einem beglaubigten Übersetzer übersetzt werden. Und ab und zu muss man auch noch Zeit für ein Kammergericht einplanen. Genau. Also von daher habt ihr dann noch viel mehr zu tun und diese Sachen, wenn einer oder beide im Ausland Papiere benötigen, dann findet ihr auch die ganzen Informationen nicht im Internet. Also dann macht schon mal ganz, sobald ihr wisst, ihr wollt heiraten, direkt einen Termin bei eurem Standesamt, wo ihr gemeldet seid in Deutschland oder wo ihr heiraten möchtet in Deutschland. Und dann macht ihr erstmal einen Infotermin, sodass ihr dann genau wisst, was ihr benötigt. So. Und wenn ihr Hilfe benötigt, sind wir natürlich für euch da. Also wenn ihr keine Zeit habt, im Standesamt zu gehen oder so, dann gibt es natürlich auch Hochzeitsplaner, die mit einer Erklärung, mit einer, wie nennt man das? Mit einer Vollmacht, Dankeschön. Die mit einer Vollmacht für euch ins Standesamt gehen können und dann habt ihr weniger Zeit dort zu warten, falls ihr keinen Termin habt. Wir übernehmen das auch gerne für euch. Ansonsten, wenn ihr das alles alleine macht, wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns.